Grüß euch, wieder bei Far Cry 4 und es geht entgegen meiner Ankündigung natürlich weiter. Dazu möchte ich gleich einmal ein paar Sachen loswerden. Und zwar, ja, bei den letzten Folgen gebe ich es zu, da war ich eigentlich ordentlich unentspannt. Viel zu sehr unentspannt, um es genau zu sagen, weil ich ein paar schwere Let's Play-Fehler gemacht habe. Na, erstens einmal habe ich zu lange am Stück aufgenommen. Und zwar habe ich über 4 Stunden am Stück aufgenommen. Das ist eindeutig zu lang. Und ja, das sollten wir mal nicht. Noch dazu ist dazu gekommen, dass ich am Anfang eigentlich so richtig schön gleich angepisst war, weil mir eben die Audioaufnahme gleich einmal abgekackt ist. Ja, da war ich schon mal unentspannt und ja, dann einfach zu lang gezockt und ja, über die Steuerung schimpfe ich oder habe ich geschimpft und hin und her. Ich bild mir ein, es war irgendein Problem im Controller, weil ich habe das dann noch einmal angestartet und dann hat es eigentlich wieder wunderbar funktioniert. Also am Spiel ist es auf keinen Fall gelegen. Und ja, entweder habe ich mir das wirklich nur eingebildet, aber es ist ja auch völlig egal. Es geht jetzt auf alle Fälle weiter und ich mache auch weiter, selbstverständlich, weil im Grunde, ganz ehrlich, es ist ein Hammerspiel, es ist einfach ein Hammerspiel, ja, es ist einfach leiwand und mir taugt's und ja, jetzt habe ich wieder ein bisschen eine Pause gemacht, denke ich einmal, geht's auch wieder schön weiter. Und ich habe zwar jetzt keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss und was ich mache. Ich habe jetzt einfach da mal diesen Gleiter genommen. Kann ich da auch auf die Karte schauen, ja. Ja, ich gehe dann auch gleich noch einmal auf ein paar Kommentare ein. Aber vorher möchte ich mir jetzt einfach einmal anschauen, was ich da weitermachen muss. Und zwar, das letzte war ja so eine Mission, eine Hauptmission. Und da haben wir diese Statuen befreit. Und das haben wir doch, für wen habe ich denn das gemacht? Das habe ich für den Jabal. Jabal war das letzte, ja genau, das war diese Felder, diese Drogenfelder, diese Opiumfelder. Opium alleine ist ja noch keine Droge, ja, wurscht. Diese Felder zerstört habe und genau, das habe ich für den Jabal gemacht. Und da haben wir jetzt wieder die Nure oder Nuri. Das wäre die nächste Kampagnenmission. Und die werden wir uns natürlich auch gleich anschauen. Ich werde da gleich weitermachen, dass es jetzt einmal ein bisschen was in der Story weitergeht. Das heißt, ich muss da jetzt einfach einmal nach oben. Ich setze mir da oben einen Wegpunkt hin, dass ich einmal zumindest in die richtige Richtung fliege. Ja, gut. Also, weiter geht's. Ja. Und ja, dann gleich auf ein paar Kommentare eingehen. Und zwar bin ich mal. Warum sollte ich jetzt aufs Wingsuit wechseln? Ich bin noch mit dem Gleiter ganz zufrieden. Bisschen ausgerastet bei meinen Lieblingsfreunden, den Tieren, wenn sie mich so böse attackieren. Und ja, und dann habe ich ein bisschen herumgeschimpft, ist mir mal scheiß Hunde über die Lippen gerutscht. Dafür wurde ich gleich gerügt. Ich nehme diese Rüge auch zur Kenntnis. Aber ich kann allen Tierliebhabern versichern, also dass das wirklich in dem Moment nicht so gemeint war. Das ist wirklich einfach nur in der Hitze des Gefechts entstanden. Und ich habe wirklich Tiere sehr gerne. Ich habe selber Hund. Ich hatte schon mehrere Hunde gleichzeitig. Zurzeit habe ich nur einen Hund. Und also ich bin wirklich auch sehr tierlieb. Und ja, das sind halt dann einfach solche Ausraster, die vielleicht nicht passieren sollten, aber halt dann gelegentlich doch passieren. Dann kriege ich immer recht hilfreiche Tipps vom Dars bei dieser Stelle. Dars, danke sehr. Der letzte Tipp von ihm war, weil ich ja mich ja über so das Waffenwechseln immer mokiert habe, dass es ja da den Shortcut mit der Dreiecktaste gibt, dass man da ganz schnell immer zwischen den letzten zwei Waffen hin und her wechseln kann. Vielen Dank einmal für den Tipp. War mir grundsätzlich nicht ganz unbekannt. Verwende ich meistens nie die Funktion.
weil ich mich oft dann gar nicht erinnern kann, welche Waffe hatte ich denn vorher. Ja, das ist einfach so eine Eigenart von mir, nennt es einfach so. Aber trotzdem vielen Dank, ich bin immer über solche Tipps dankbar. Und ja, jetzt sind wir halt am Weg da zur nächsten Hauptmission. Ich weiß nicht, ob es mit dem Wingsuit schneller geht. Ich werde das jetzt da mal ausprobieren. Ich werde jetzt aufs Wingsuit wechseln. Dass wir von allen einmal was sehen. Ja, es ist. Und genau, seht, das meine ich. Das macht's einfach geil, das Spiel. Ja. Das ist einfach leiwand. Und deshalb werden wir das auch weiter zocken, weil ich glaube, da kommt schon noch einiges. Ich bin ja, wie gesagt, in der Hauptmission noch nicht wirklich weitergekommen. Sollte ich mir das gleich da unten machen? Ich weiß nicht, wie kann ich ihn das jetzt ab? Ja, genau so geht das. Ah, das kriegt man immer wieder, das wie Wingsuit. So. Oh, eine AK habe ich da. Da wäre ich jetzt. Oh, ey, jetzt ist weg die Mission. Karma-Mission. Zu spät. Ja, ja, ist ja nicht so schlimm. Freunde, 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 Freunde. Ja, da habt ihr euch einen Gefallen dann, dass ihr weitergefahren seid. Ja, und ich hoffe, dass ihr mir verzeiht, dass ich ein bisschen unentspannt war, die letzten Folgen, und die vielleicht nicht so toll waren. Bin eh selber schuld, weiß ich. Aber ich verspreche euch, ich werde das jetzt wieder ganz entspannt angehen. Und ihr seht schon, ich bin wieder voll drinnen. Mir taugt schon wieder voll und ich bin schon wieder da am Abgreifen und am... Ja, und jetzt höre ich auch schon wieder auf, euch da einfach tot zu quatschen. Ja, versprochen. Und wir schauen uns einfach ein Spiel wieder weiter an. Ja, jetzt habe ich da blöderweise alle meine Wingsuits und Drachenflieger aufgegeben für diese blöde Karma-Mission. Ist jetzt nicht so böse gemeint, das ist blöd. Blöd deswegen, weil es einfach in dem Moment, wo ich dann unten war, verschwunden war, die Mission. Ja, eigentlich ein bisschen doof. Ja, genau, das habe ich mir auch vorgenommen. Ich habe ja eine, denke mal, 13 Fähigkeitspunkte. 13 Fähigkeitspunkte. Ah, und da kann ich mir ja das Leben, denke ich einmal, auch ein bisschen leichter machen. Was haben wir da? Springe für einen tödlichen Deckdown aus. Weitere Deckdowns ausführen. Und ist schon einmal meins. Meins, 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 meins. So, das kann ich noch nicht. Magazin-Jongleur nachladen. Beende 1. Was? Longinus-Aufgabe. Habe ich doch gemacht, eine Longinus-Mission. Oder muss meine zusätzliche Longinus-Mission machen? Okay. Na gut. Wenn wir mal das im Auge behalten. Was haben wir da? Ziehen Deckdown. Sofort die Leiche zu packen und wegzuziehen. Ja, da rechts habe ich, glaube ich, eh schon alles. Blau, blau, da habe ich noch was. Was kann das da unten? Schauen wir da mal schnell her. Ah, mit den Spritzen, das ist eh nicht so meins. Das Rumgedue da mit den Spritzen. Dann mache ich lieber das. Was ist da? Ziele und schieße, während du eine Leiche bewegst. Ja, ich nehme das jetzt alles da mal. Was haben wir da? Verbessere aus der Hüfte. Ja, geht. Wir haben noch immer so viel. Was haben wir da? Ja, keine Ahnung, ob ich es brauche. Ich nehme es einfach. Occasione, Occasione. Was haben wir hier Schönes? Pistolen-Deckdown. Ja, da kann man so eine Combo machen mit R3, dann L2, R2. Das Problem ist, solche Sachen merke ich mir meistens leider nicht. Wenn ich es dann brauche, denke ich mir, da war was, aber wie aktiviere ich es? Über die erklimmbare Kante auszuschalten. Ja, wie gesagt, ich habe die Fähigkeitspunkte, ich habe noch immer 3. Was haben wir da jetzt für eines? Viel effektiver. Weniger Schaden beim Fallen, das ist schon alles, das habe ich. Ich habe jetzt noch 3, also ich kann mal jetzt noch 1 nehmen. Was ist das? Du befindest dich hinter einer Deckung, drücke 3, um einen Gegner leise auszuschalten. Körperpanzerung, auch nicht schlecht. Oder Fallen. Nein, ich nehme die effektivere Körperpanzerung. Okay. Passt. Gut, jetzt habe ich alle meine Fähigkeitspunkte aufgebraucht. Jetzt mache ich noch Folgendes. Bevor ich da mich jetzt zur Mission begebe, ich kann da eh auch eine Schnellreise her machen. Ich hoffe, ich kann da in die Waffenkiste reinschauen, also in diesen Waffenschrank. Schauen wir mal. Weil mal schauen, ob ich meine Waffen nicht auch ein bisschen aktualisieren kann.
Und dann sind wir gerüstet für die weiteren Missionen. Jawohl, so schaut's aus. Wo bin ich da? Ah ja, genau dich habe ich gesucht, mein Freund. Gut, verkaufen. Schauen wir mal, was wir verkaufen können. 5400. Oh, das ist jetzt nicht unbedingt das Fetteste. Aber ich nehme es. Gut, was haben wir noch? Na, verkaufen wollen wir nichts. Munition werden wir mal brauchen. Ja, da nehme ich mal so. Und dann schauen wir da. Da habe ich Heilspritzen. 6 kann ich tragen, 2 habe ich. Was kostet da eine? 10.000. Ja, was? Werden wir nicht geizen. Da nehmen wir uns eine. Körperpanzer nehmen wir. Ja, genau, das packt hier ein bisschen rum da. Und was haben wir da noch Feines? Wingsuit, den habe ich doch schon, oder? Muss ich mir den jetzt noch einmal wieder kaufen? Den hat er mir ja dann... Hilft's mir jetzt weiter. Ich bin mit Drachen geflogen, bin abgesprungen. Dann habe ich mein Wingsuit gehabt. Dann wollte ich landen, habe den Fallschirm gezogen und dort hat er mir ja das Wingsuit wieder angeboten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das habe oder ob ich sich das verbrauche. Ah, vielleicht hat wieder einer einen guten Tipp von mir und kann mir da weiterhelfen. C4, das ist alles so teuer. Passt. So, weiter geht's. Waffen, Seitenwaffen. Repetierarmbrust, das hört sich doch interessant. Beende mehr Kampagnenmission. Okay, die ist noch nicht freigeschalten. Dann würde ich sagen, bleibe ich bei meinem Granatwerfer da. Der ist eh hammermäßig, aber schauen wir da rein. Ich habe da jetzt mein schallgedämpftes Gewehr und mein... Ja, das rüste ich mal wieder aus. Genau, wo gehen wir das hin? Gehen wir es da her, statt einen Flammenwerfer. Ja. Und dann nehme ich mir... Das ist jetzt eh schon mit dem Schalldämpfer, oder? Das habe ich doch schon ausgerüstet, kommt mit dem Schalldämpfer. Gott, man merkt, ich habe das länger nicht gespielt. Ja, abmontieren, ich kann ihn nur abmontieren. Na, und weil man da jetzt da mal nicht... Na, das hebe ich mir noch auf mit den Bemalen, weil vielleicht gibt es doch noch das eine oder interessantere, wo man dann doch noch Kohle braucht. Und dann habe ich ja noch, das wäre auch interessant, das könnte ich mir auch schon kaufen. Die hat wenigstens ordentlich Rums, die Waffe, allerdings nicht leise. Naja, schauen wir es einmal, heben wir es uns als Option auf, ich hebe mir das als Option auf. Werde mich jetzt noch mit der ausrüsten, die gebe ich wieder da drüben, so ein Sniper-Prügel. Ja. Okay, dann habe ich wieder so meine Ausrüstung beieinander. Und den Bogen lasse ich mir derweil noch. Ja, der bleibt, der bleibt, der bleibt. Gut. Baba, 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 wo geht's raus? Da. So. Hallo, meine Freunde. Jetzt fangen wir natürlich gleich die Mission an. Die muss ja jetzt da irgendwo in der Nähe sein. Bom, bom, was war das? Ah, alles klar. Da ist sie, die Nure. Nuri, Nure, Nura, Nuro. Keine Ahnung. Ja, Leute, ich verstehe euch nicht. Tut mir leid, ich kann nicht mitreden, ich verstehe euch nicht. Christi. Willst du in die Arena Frischfleisch? Fall nicht in meinen Ausschnitt. Dann kannst du kämpfen. Ausschnitt, du hast keinen Ausschnitt. Du hast blank gezogen, Knefrau, hä? Aber wurscht, ist ja egal, nicht? Wer darf ja das alles nicht so streng sehen, ne? Okay. Los geht's. Okay, weiter muss ich noch. Na gut, gehen wir weiter. Die Tiere sind hungrig, wer fütter ihm? Fuck! No. Du musst Paul jetzt töten. Es muss schnell gehen, sonst fliegt er heim. Töte ihn, hol meine Familie zurück und ich bring sie dir alle. Juma, Pagan, ich bringe dir ihre Köpfe. Alles gut. Nichts ist okay! Er hat meine Familie. Das ist nicht okay.
Du musst sie bitte retten. Hall veranstaltet eine Abschiedsparty auf seinem Gelände. Dort ist er angreifbar. Er besorgt sich gern frisches Fleisch aus einem nahen Dorf. So kommst du rein. Sobald du drinnen bist, musst du dich in das Verhörzimmer schleichen. Dort fühlt er sich sicher. Stadt der Schmerzen sind wir jetzt. Okay, also. Wir machen uns jetzt quasi auf die Jagd von Paul. Von Paul de Bleu, wie er so schön genannt wird. Aber vorher mache ich da einen Cut, weil was der Paul genau jetzt unter frisches Fleisch versteht, das sehen wir dann beim nächsten Mal. So, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!